Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Alien Isolation. Ich will ehrlich mit euch sein. Ganz ehrlich. Ich habe die nächste Sektion schon gespielt. Weil ich nämlich schon mal eine Runde das aufgenommen hatte, doch da irgendwie Probleme vorlagen und dementsprechend meh alles war. Aber wir werden jetzt hier schön weitermachen. Und hoffentlich ist jetzt nicht alles meh. Rendereinstellung ohne Ende und so weiter und so fort. Wo ist jemand? Da hinten irgendwo. Okay. Ja, der kann ja da sein. Und ja. Wie gesagt, die nächste Sektion hatte ich schon. Das, also nicht wundern, wenn ich ein bisschen nicht zu verängstigt bin in dem Spiel jetzt. Also jedenfalls nicht in dieser Sektion. Aber danach könnte ich ja wieder Schiss haben ohne Ende. Rechte Maustaste S. Genau. So. Ich weiß, dass man diese Teile anmachen kann. Und dass dann da was rauskommt. Ein Ladungspack. Und was ist das? Eine Kiste. Was haben wir da so drin? Suche. Komponente, Bindemittel, Ethanol. Haben wir beides schon. Sie betreten einen eingeschränkten Bereich. Was? Bitte gehen Sie. Nö. Lassen Sie mich rein. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Es tut mir leid, das kann ich nicht zulassen. Warum denn nicht? Ripley, Amanda. Sie wurden von Apollo registriert. Willkommen auf Sevastopol. Hallo. Es muss einen anderen Weg geben. Na, den werde ich finden, den anderen Weg. Der ist bestimmt hier, ne? Ey, da ist ja eine Tür offen. Naja, noch nicht, aber gleich. Bop, bop, bop. Hat funktioniert. Neues Minispiel. Yay. So. Da unten ist was. Das habe ich letztens übersehen. Will ich ganz ehrlich sein. Ich wollte gerade sagen, wieso bin ich gerade da unten gewesen. Boah, ist das dunkel hier drin. Lassen Sie mich durch. Ich bin's, Hughes. Erkennen Sie mich nicht? Hören Sie mir zu. Wir müssen die Langstreckenkommunikation wiederherstellen. Sie werden hysterisch. Kommen Sie zurück. Ich warne Sie. Na, suchen wir nach einer freundschaftlichen Lösung. Das ist nicht freundschaftlich. Wow, das ist gar nicht freundschaftlich. Was machst du? Das war nicht freundschaftlich. Also, bei allem Respekt, aber das war nicht freundschaftlich. Was haben wir hier? Kann ich hier hoch? Nö. Ach, geil. Man kann sich gar nicht so direkt nach oben gucken und sich den Kopf verdrehen. Verschaffen Sie sich Zugang zum Aufzug, ohne entdeckt zu werden. Ja, könnte ich machen, einfach dahin gehen. Aber das ist ja leicht, deswegen werde ich ja einfach noch hierher gehen, ne? Einfach, weil ich es kann. Auf Terminal zugreifen. Oh, jetzt wird wieder gelesen. Ihre Aufzeichnung. Sensible Firmeninformationen wurden automatisch an in einer kürzlich von diesem Terminal verschickten Sevastopol Sevastolink-Nachricht entdeckt. Dieser Vorfall wurde im Namen Seeksons von Apollo aufgezeichnet. Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Vorgesetzten oder einen Vertreter von Seeksons Synthetics. Freigegeben. Apollos Auge. Riggs, arbeiten Sie noch immer bei Seeksons Communications? Erinnern Sie sich noch an den Ärger, den Sie letztes Jahr hatten? Der Ärger, aus dem ich Ihnen geholfen habe? Sie können sich jetzt endlich revanchieren. Einer meiner Kollegen hat sich die Importdokumente angesehen und ein paar Unstimmigkeiten gefunden.
erst neu und versteht noch nicht genau, wie die Dinge auf Sevastopol laufen und droht nun damit, Waits einzuschalten. Dies könnte uns allem schaden. Also behalten Sie ein Auge auf ihn, falls sich etwas Interessantes ergeben sollte. Apollo hat überall Kameras, man muss ihm nur sagen, worauf sie gerichtet werden sollen. Der Kollege heißt Daniel Holden, wohnt im Josiah Sick Suiten Bereich 651. Falls das alles gut laufen sollte, habe ich vielleicht noch ein bisschen mehr Arbeit für Sie. Wir könnten hier aufräumen. Ransom. Ach, Ransom. Was machst du nur? Genau, wir bleiben unten. Weil die sind ja nämlich da oben. Da ist einer. Wir wollen nicht zu viel hier machen, weil ich glaube, die könnten ziemlich böse werden im Notfall. Das heißt, wir nehmen ein bisschen was mit, so ist nicht. Sowas wie das. Ja. Da oben müssen wir ja nicht hin. Kamerafeed. Kann ich deaktivieren? Geil. Cool, letztens habe ich hier nämlich, wie gesagt, ich habe die Sektion schon mal gespielt. Letztes Mal habe ich hier nämlich, bisschen Stress gemacht, also wurde von der Kamera entdeckt. Na, dann kann ich ja hier langlaufen, ne? Komm schon. Na, da kommt keiner. Ich finde schön, dass mir gezeigt wird, dass mein Ziel auf der Seite ist und nicht hier. Der Aufzug. So, willkommen im Aufzug. Hui! Geht's jetzt eigentlich hoch oder runter? Es geht hoch, okay. Gut. Kappa Joes. Have you got the Kappa Joes smile? Zentraler Kommunikationshub. Zugang nur für Sixen-Personal. Yay. Hey. Ich werde mal hier zwischenspeichern, ne? Ja, ich möchte einmal speichern. So, dann wollen wir gleich mal gucken, denn, auch wieder mal vorneweg gesagt, hier gab es eine Stelle, wo mir das Spiel abgeschmiert ist. Ich weiß nicht wieso. Vielleicht habe ich ja Glück und es schmiert jetzt mal nicht ab. Es war irgendwie komisch, aber ich habe ja ein bisschen was an den Einstellungen gemacht. Vielleicht habe ich ja Glück und es schmiert mir nicht ab. No Access, dafür ist es aber nicht gesichert. Was haben wir hier? Komponente, Bindemittel habe ich schon. Brauche ich nicht. Was haben wir da unten? Leuchtfackel brauche ich auch nicht. Sicherheitszugangsgenerator nutzen. Kein Signal. Da ist das Signal. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Das, das und das. Schön. Wollen wir mal gucken. Administratorrechte. Was gibt's denn hier so alles? Privat, Torrens Ruf, abspielen. Diane Valaine hier, Captain der Torrens. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Oh, ich habe hier so ein kleines Haar. Ja, genau. So, dann freigegeben, nicht gestattet, Torrens Schaden. Abspielen. Valaine hier von der Torrens. Was zur Hölle war das? Sevastopol! Hat irgendjemand von Ihrem Team es an Bord geschafft? Bitte antworten Sie! Wir sind durch die Explosion beschädigt worden und entfernen uns jetzt aus dem Sevastopol-Raum. Das System wird während unserer Reparaturarbeiten ausgeschaltet bleiben. Ich weiß nicht, wie lang. Okay. Und was haben wir da? Hier spricht Waits, Colonial Marshal auf der Sevastopol-Station. Wir haben hier ein ernstes Problem. Externe Kommunikationswege sind gestört und wir bitten Sie, ein Notsignal für uns zu senden. Können Sie mich hören? Ich wiederhole, Kommunikation mit der Außenwelt ist nicht möglich und wir benötigen Hilfe. Bitte Abstand halten und Hilfe senden. Ja, das Problem haben wir auch schon mitbekommen. So, dann wollen wir mal hier auf den Knopf drücken, ne? Gucken wir mal.
Externe Kommunikation auf Anordnung von Apollo deaktiviert. Anlage offline. Alle ausgehenden Nachrichten gestoppt. Na super. Interne Kommunikation auf begrenzten Kanälen möglich. Es muss noch jemand in der Station sein, den ich kontaktieren kann. Okay. Das wird jetzt lustig. Klettern wir runter. Hui. So, genug geklettert, hoffe ich. Ja. Okay. Rechte Maustaste halten, um die Sicht zu fokussieren. Wieso konnte ich jetzt ein Bindemittel wieder mitnehmen? So, ich werde jetzt nicht, das kann ich gleich sagen, nach links gehen. Weil... Was? Gut. Ich warte aber mal hier, bis er sich wieder bewegt. Der bewegt sich. Ich glaube, der bewegt sich auch gerade. Hat er, aber ich will da nicht. Geh mal weg da. Kusch. Nicht umdrehen. Genau, weggehen. Nicht hergucken. Und umdrehen. Hat der gerade hm gesagt? Der soll woanders hingucken. Der soll woanders hingucken. Ich habe Angst vor diesen Leuten. Die sind blöd. Ist der gerade wirklich nach oben gegangen? Wow, der ist wirklich nach oben gegangen, ne? Der kommt auf mich zu. Ne, der steht da. Der sieht mich aber nicht, oder? Sieht der mich? Geh mal weg. Geh weg. Kusch. Schnell weg, schnell weg. Also ich gehe unten lang. So. Puh. Sind wir vor denen auch sicher? Erstmal. Ich höre hier einen. Ja, ich höre hier einen. Da vorne. Kommt gleich einer rum. Tschüss. So. Was haben wir hier alles so? Haben wir hier Zeug, was ich mitnehmen kann? Benutzen kann? Nö. Gut, dann nicht. Da will ich nicht lang. Ich wiederhole, wir brauchen dringend Hilfe. Ich will auch da nicht lang. Ich gehe mal hier lang. So. Hallo, ist da jemand? Ist da jemand um der Ecke? Wenn mich jemand hören kann, wir brauchen Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen Hilfe. Er hat was gesehen. Bitte um Antwort. Ja, ich sehe auch was. Okay, da hinten. Da drinnen ist einer. Ist das jetzt schlimm? Aufnahme gespeichert. Zugriff nur für Six und Personal. Ich glaube nämlich, dass ich da hin muss. Ja. Gut, ich muss da hin. Er läuft jetzt da raus.
Oder? Ist hier nicht... Da ist die Tür. Gut. Ich bleib jetzt hier. Bleib jetzt hier in der Ecke. Nicht zu laut sein. Ich weiß nicht, ob dieses Piepen sie anlockt. Ich habe keine Ahnung. Tür ist offen. Die Tür ist geschlossen. Gut. Ich glaube, ich kann aufstehen. Gut. Werde ich mich mal hier umgucken. Da kann ich nicht rein. Da ist ein Spind, okay. Hier kann ich rein. Hier kann ich speichern. Oh, das ist schön. EMP, das ist cool. Ey. Finde ich klasse. Okay, Leute, dann würde ich mal sagen, ich gehe mal erstmal noch in den anderen Raum, nicht, dass der Typ wieder zurückkommt. Dann würde ich sagen, das war's dann erstmal von dieser Folge von Alien Isolation. Ich werde jetzt hier speichern. Obwohl ich erstmal warten wollen würde, bis der wiederkommt. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier speichern. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Alien Isolation. Und es freut mich, dass jetzt alles wieder klappt. Bis dann.